Wir hatten früher Benzinwinde, zwei Dieselwinden und sind jetzt umgestiegen auf eine Elektrowinde. Haben dazu eine Verkabelung gelegt, praktisch im Kasten hier. Im Anschluss den Kasten auf der anderen Seite. Das ist jetzt die Startrichtung 2.0 für 200 Grad. Man sieht hier im Hintergrund, das sind unsere Boxenhallen. Die beinhalten die Hänger der Segelflugzeuge, die hier zum Einsatz kommen. Und auf dem Dach dieser Boxenhallen haben wir Solarzellen installiert mit einer Peakleistung von rund 100 Kilowatt. Damit haben wir praktisch hier eine komplette Eigenversorgung ermöglicht. Sag mal, wir laden unsere Elektrowinde praktisch komplett mit Solarstrom auf und sind damit eigentlich komplett autark. Es geht gleich in Segelflugstadt raus. Wenn der Wechselrichter, diese Winde anfängt zu summen, dann hören wir, wenn der Start losgeht. Ja,